Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal K&M Computer mit dem Ultra Gaming Core i7-12700KF-M2-RTX 3080 OC LHR Silent für 3899,90 €. Den PC, den schauen wir uns genauer an. Ich habe natürlich noch weitere vorbereitet, weil hier eine Preisdifferenz drin war, die, weiß ich nicht, da dachte ich mir, okay, könnte alter Lagerbestand sein, wobei halt aktuelle Prozessorgeneration, dass sie den Preis nicht angepasst haben. Wir schauen uns dann einfach die anderen Ergebnisse auch an. Kurz vorweg, ich hatte eine Umfrage gestartet auf meinem Kanal, da ging es darum, was ihr als Aufpreis noch gerechtfertigt findet, wenn man jetzt die Komponenten bei Geizhals hat und dann den fertigen PC, zum Beispiel bei Dubaro, Agando oder so, vielleicht auch jetzt bei K&M Computer. Und da habe ich mehrere Antwortoptionen hingestellt und die meisten sagen, 150 € wäre noch in Ordnung, teilweise auch 200 €. Das ist halt so die Range, die auch dann Alternate und Mindfactory anbieten. Wenn ihr bei Mindfactory zum Beispiel was bauen lasst, kostet es 150 € und das würdet ihr als Aufpreis noch gerechtfertigt finden für den PC-Händler. Die haben ja auch andere Einkaufspreise, wobei ich jetzt schon öfters gehört habe, wenn das so kleinere Unternehmen sind, zum Beispiel Krotus, die haben teilweise die Preise bei Geizhals oder sogar ein bisschen teurer, je nachdem welcher Händler das ist. Aber ihr denkt halt, 150 € wäre gerechtfertigt, das ist auch das, was ich auch in meinen Videos immer sage. Finde ich gut, dass man das hier nochmal ein bisschen bestätigt bekommt, Dankeschön für die Teilnahme. Ich werde solche Umfragen jetzt auch häufiger machen, jetzt nicht speziell mit dieser Frage, aber schaut ruhig mal ins Hub immer bei YouTube rein, ob da irgendwelche Umfragen sind. Die binde ich dann in die nächsten Videos einfach mit ein. Kurz zu K&M Computer, das ist ein PC-Laden bzw. eine Kette und zwar haben wir dann hier in Aachen einen, dann haben Berlin Mitte, Bochum, Bremen, Dortmund, Duisburg, also die sind überall vertreten, die haben glaube ich 18 Filialen und da könnt ihr halt die PCs entweder online bestellen oder direkt in der Filiale bestellen und dann abholen, wenn sie fertig sind. Die haben bei beiden die gleichen Bau- und Versandzeiten, ja, also so, glaube ich 3 bis 5 Tage oder so, was völlig in Ordnung ist. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Shoutout, das ist dadurch entstanden, dass ich mir jetzt K&M angucke, weil zum Beispiel Benz Hardware, der hat sich das in einem Stream angeguckt auf Twitch und die hatten dann einen Test gemacht, wie die Computer reparieren, wie gut die mit dem Datenschutz und so weiter umgehen und da haben die halt herausgefunden bei K&M, die waren in einer Filiale, welche genau das jetzt war, weiß ich nicht, die haben PC zur, glaube ich, Virenbefreiung dahin gebracht und die haben einfach die Daten durchgeguckt, auch die persönlichen Bilder und auch geöffnet und so weiter. Also Datenschutz wurde da nicht so groß geschrieben. Kann natürlich an der einzelnen Filiale liegen, dass die anderen vielleicht anders arbeiten, aber da sind die schon nicht so gut bei weggekommen. Und dann sagte einer aus Benz Hardware Community, dass ich mir das doch bitte mal angucken sollte, was die Fertig-PCs einfach angeht. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir haben hier, wie gesagt, den 3900-Euro-PC knapp. Ja, das Bild ist ein bisschen irreführend, weil auch bei der Kühlung hier zum Beispiel, hier ist ein Luftkühler drauf, es wird aber unten angegeben, dass halt eine Wasserkühlung drin ist und ein Luftkühler und das war schon so ein bisschen komisch. Sonderlich fake ist es jetzt nicht, es macht nichts bling bling, was nicht bling bling machen sollte, das ist soweit okay. Mir gefällt es aber besser, wenn zum Beispiel nur das Gehäuse gezeigt wird oder wirklich 1:1 das System, was auch gebaut wird. Starten wir mit dem Gehäuse, das ist ein Darkbase 700 Black Edition, die nennen das alles Black Edition, es ist halt einfach schwarz von Be Quiet. Qualitativ kann ich wirklich sagen, Be Quiet Gehäuse sind im oberen Preissegment auf jeden Fall ziemlich gut, auch was Airflow und so angeht. Bei dem kann ich es euch nicht genau sagen, das hatte ich noch nicht zu Hause, es hat auch nur seitlich diese Lüftungsschlitze, hat einen Lüfter hinten und vorne vorinstalliert, ob der Airflow da so gegeben ist. Kann ich euch leider nicht bestätigen. Vielleicht haue ich Be Quiet mal an, dass sie mir eins zuschicken zum Testen, dass ich da ein System reinbaue, das mal auslaste und dann mal gucke, wie der Airflow so ist. Ansonsten sind die technisch eigentlich einwandfrei. Also da kann man alles super drin verbauen, qualitativ hochwertig, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ein Lüfter, 144 mm ist in der Front und einer im Heck angebracht. Man kann das natürlich noch erweitern, man kann vorne auch 3 Stück einbauen oder eine Wasserkühlung vorne einbauen, wie man gerne möchte. Und das kostet 158 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir 850 Watt Gigabyte P850 GM ATX. Bei diesen Netzteilen gibt es eine gewisse Problematik. Das war vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Da hat Gamers Nexus festgestellt, dass die unter Volllast bzw. Auslastung dann irgendwann gerne mal explodieren. Die können natürlich auch eure Hardware dann mit in den Tod reißen, je nachdem wie die Schutzschaltungen sind. Ich zeige euch mal kurz das Video dazu. This is called a catastrophic failure. So is this. And this. And all of these power supplies are the gig. Und er beschreibt halt hier unten auch, das betrifft halt die Gigabyte P770GM und P850GM Netzteile. Und so eins ist es halt. Es kann natürlich sein, dass das jetzt schon eine neue Revision ist und dieses Problem abgestellt worden ist. Ich meine, auch Gigabyte hat dann daran gearbeitet. Das hier hat vollmodulares Kabelmanagement, 5 Jahre Garantie und ist 80 plus Gold zertifiziert und 850 Watt reichen für das System auch aus. Aber ich weiß nicht, ob das noch ältere Lagerbestände sind oder wirklich die neue Revision. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das Netzteil gut ist oder eben schlecht. Rein von den technischen Daten ist es aber in Ordnung. Und das kostet 86,09 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z690P.
Das hat schon den aktuellen Intel-Sockel. Klar, hier ist ja auch ein 12700 KF drauf, einen aktuellen Chipsatz Z690, das heißt, ihr könnt auch übertakten. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke für DDR5. Hier kann nur M.2 SSD rein, hier vorne auch und hier vorne auch. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte ist überdeckt. Die hier unten könnt ihr dann benutzen für eine WLAN-Karte, Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1, ein Netzwerkanschluss, USB Typ C. Die Onboard-Grafik werdet ihr mit dem Prozessor nicht benutzen können, weil der Prozessor halt ein F-Suffix hat und dann dementsprechend keine integrierte Grafikeinheit. PS2 benutzt eigentlich auch keiner mehr heutzutage und zweimal USB 2.0. Es ist kein Micro-ATX-Board, es ist aber irgendwo ein Einsteiger-Board im DDR5-Bereich, was den Z690-Chipsatz angeht. Es gibt durchaus bessere Boards und das wäre bei der Preisdifferenz, die wir gleich zu sehen bekommen, auf jeden Fall noch drin gewesen. Und das kostet 240,62 € bei Galaxus. CPU-Typ i7-12700KF. Das ist ein guter Prozessor, zum Zocken geeignet, auf jeden Fall zum Streamen auch, zum Rendern überhaupt kein Problem. Hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency-Kerne. Die Efficiency-Kerne benutzt ihr, wenn ihr Multimedia macht zum Beispiel, YouTube gucken, Dokumente schreiben, irgendwas Büroarbeiten. Und die Performance-Kerne, die schalten sich dann quasi auch mit Hyper-Threading zu, sofern ihr dann irgendwie ein Spiel startet und Leistung braucht. Der unterstützt auch offiziell DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz. Und der kostet 412,29 € bei Mindfactory. Hier steht jetzt dabei, hier wäre ein Noctua NHD15 Chromax Black Heatpipe Kühler drauf. Das ist dieser hier. Der kriegt den auch auf jeden Fall gewuppt. Auch als Luftkühler. Der ist auch dementsprechend teuer. Der kostet 105 €. Da kriegt ihr halt auch schon eine Wasserkühlung für. Werden wir auch gleich noch sehen. Ist auf jeden Fall ein guter Kühler. Das Problem ist einfach, hier unten steht bei Besonderheiten Wasserkühlung mit 360 mm Radiator. Jetzt wissen wir nicht, was wir bekommen. Ich habe eine Wasserkühlung reingeworfen, die noch ein bisschen mehr kostet. Dann sind wir auf der sicheren Seite, was den Preispunkt angeht. Wie dem auch sei, sei es eine 360er oder eben der Noctua-Kühler, das reicht für den Prozessor auf jeden Fall aus. Speicher sind 32 GB Samsung, hier ist die Kennung DDR5 RAM, 2x16 GB DDR5 4800 MHz. Das ist dieser wunderschöne grüne RAM. Wen es nicht stört, bitte, technisch gesehen ist das schon in Ordnung. Es ist jetzt nichts Besonderes, 4800 MHz, die hätten auch durchaus 5600 MHz oder so nehmen können. DDR5 lohnt sich aktuell aus meiner Sicht auch noch nicht. Das wird sich natürlich in Zukunft irgendwann ändern. Aber jetzt aktuell würde ich immer noch auf DDR4 gehen, allein auch, weil die Mainboards ein bisschen günstiger sind und so. Wir haben von diesen 16 GB Riegeln zwei Stück in dem System, 32 GB sind auch angebracht auf jeden Fall. Und der kostet 88,88 € bei Computer Universe und den packen wir auch zweimal so in den Warenkorb. Die Festplatte ist eine 1 TB Samsung SSD 980 M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB/s. Das ist auf jeden Fall eine gute, schnelle SSD. Zum Zocken reicht die Dicke. 1 TB finde ich ein bisschen wenig. Hätten sie ruhig auf 2 TB gehen können. Das wäre auf dem Preispunkt auch noch drin gewesen, werdet ihr gleich noch sehen. Aber alles in allem ist das soweit in Ordnung. Und die kostet 89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 10 GB NVIDIA MSI GeForce RTX 3080 Supreme X10G LHR. Hier wissen wir, was wir bekommen. Es ist aber leider nur die 10 GB Variante und nicht die 12 GB Variante. Also die Grafikkarte, die 3080, gibt es nochmal als 12er. Das wäre besser gewesen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Grafikkarte. Und wie gesagt, ihr wisst, was ihr bekommt. Den FPS-Test dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1058,99 € bei Mindfactory. Ansonsten haben wir hier noch Windows 11 Home Edition 64-Bit mit dabei. Warum sie die Home Edition nehmen, weiß ich nicht. Reicht für den normalen Gamer, aber 64-Bit, wie gesagt, ist auch okay. Ist halt der aktuelle Standard. 32-Bit macht ja keiner mehr. Windows 11 muss auch sein auf dem Prozessor, weil der die Performance- und Efficiency-Kerne hat. Windows 10 kommt damit nicht so gut klar. Ich persönlich bin trotzdem Fan von Windows 10, weil unter Windows 11 habt ihr halt viele Treiberprobleme. Also wir sehen es immer wieder auf unserem Discord. Die Leute kommen wieder mit Problemen an. Grafiktreiberprobleme, zum Beispiel auch unter Valorant, dann unter Windows 11. Mit Windows 10 war das Problem dann gelöst. Ihr müsstet aber wirklich ab dem 12600K zum Beispiel von Intel auf Windows 11 gehen wegen den Performance- und Efficiency-Kern. Das läuft auch mit Windows 10, nur ihr habt dann ein paar Performance-Einbußen. Und das kostet 69,99 € bei MySoftware. Hier unten nochmal das Thema, hier soll eine Wasserkühlung mit 360 mm Radiator drin sein. Ja gut, okay, wir haben jetzt hier eine Be Quiet genommen, wir wissen nicht genau, was wir bekommen. Dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, die wir hier reingeworfen haben, das Netzteil, was gerne explodieren könnte und Windows 11. Und da kostet die ganze Geschichte 2430,59 €, das System soll kosten 3899 €. Willkommen bei Hightech 2.0 oder vielleicht sogar schon 3.0 oder 4.0. Wir haben so einige Shops, die es echt extrem übertreiben. Ich rate euch von diesem System ab. Es kann natürlich sein, dass sie einfach die Preise nicht aktualisiert haben, weil die Hardware von einem Jahr oder so eingekauft haben. Oder sie müssen es noch irgendwie losbekommen und hoffen, irgendein dummer Kunde kauft das. Ich würde es auf jeden Fall nicht kaufen. Also konfigurationstechnisch kann man darüber streiten. Die SSD ist mir ein bisschen zu klein. Das Mainboard, da gibt es auch bessere, klar.
Sonst ist es eigentlich soweit okay, aber einfach viel zu teuer. Das ist eine Katastrophe, das funktioniert nicht. Ich zeige euch jetzt noch die anderen PCs. Da schauen wir jetzt ganz grob drüber und vergleichen dann den Preis. Wir haben hier den PC Ultra Gaming AMD Ryzen R7 3700X M2 RTX 3070 OC RGB Wi-Fi für 1699,90 €. Als Gehäuse haben wir ein Kolink Observatory RGB White. Ja, die sind vom Airflow her total beschissen. Wir haben hier ein Cooler Master Masterwatt Netzteil mit 700 Watt. 700 Watt reichen aus, aber ist halt auch kein qualitativ hochwertiges Netzteil. Das TUF Gaming B550M ist ein MicroATX Mainboard, was nicht so schlecht ist, aber halt MicroATX, bin ich kein Fan von, hat aber immerhin WLAN mit dabei. Ryzen 7 3700X ist aus der älteren Generation, wir sind schon in der 5000er Reihe, ist kein schlechter Prozessor, aber es gibt halt besseres aktuell, für den gleichen Preis meistens sogar. 16 GB Patriot RAM, ja, das ist okay, 3200 MHz Dual Channel, erfüllt die Spezifikation vom Prozessor, aber es hätte auch 3600er sein können. Eine 500 GB Samsung SSD, also die SSD ist in Ordnung, aber 500 GB viel zu wenig in dem Preissegment. Und eine 3070, da wissen wir nicht genau, was wir bekommen. Und Windows 10 haben wir noch mit dabei. Dann haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse. Das Netzteil gab es leider nicht mehr. Ich habe ein ähnliches genommen mit der gleichen Wattzahl, auch vom gleichen Hersteller. Und Windows, und da landen wir beim Gesamtpreis von 1360,31 €. Das System soll kosten 1699 €. Ist nicht so viel wie bei dem anderen, aber immer noch zu viel. Würde ich so auch nicht kaufen. Konfigurationstechnisch auf ältere Hardware gesetzt und noch versuchen für 1700 zu verschachern. Da hat Tubaro, selbst Argando und auch Krotos bessere Angebote. Dann haben wir hier noch den PC Ultra Gaming Ryzen 7 5800X M2 AX 6800 XT OC RGB Wi-Fi für knapp 2300 €. Zu dem Gehäuse kann ich nicht sonderlich viel sagen. Es sah auf den Bildern ganz okay aus. Wird in dem Preissegment vielleicht auch in Ordnung sein. Wir haben 850 Watt Fractal Design Ion Gold. Das Netzteil ist okay. Das Mainboard ist auch in Ordnung. Bringt WLAN mit. Ist Full ATX. 5800X benutze ich gerade selber. Ich rüste jetzt demnächst allerdings auf einem 12700K, weil ich halt mit YouTube und den Videos rendern und so noch ein bisschen mehr Leistung brauche. 16 GB G-Skill Trident Z RAM. Ja, okay. 2x8 GB Dual Channel. 3200 MHz. Das gleiche Thema. Mit 3600 hätte mir besser gefallen. 16 GB finde ich auf dem Preispunkt auch schon ein bisschen wenig, 32 hätten es sein dürfen. Eine 1 TB Crucial P2, die reicht natürlich aus, 1 TB auch ein bisschen wenig, also die sparen echt so an ein paar Enden, wo es nicht sein muss. Und eine 16 GB AMD XFX Speedster Merc 319 Radeon AX 6800 XT. Und dann haben wir hier noch eine Snowguard Master Liquid ML 240, das ist einfach nur eine Cooler Master, wo vielleicht Snowguard draufsteht. Und Windows 10 haben wir auch mit dabei. Dann haben wir hier das Ergebnis, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1799,33 €. Das System soll kosten 2299 €. Könnte auch vergessen vom Aufpreis her. Und jetzt haben wir noch einen speziellen PC. Da hat ein Berater auf dem Discord gesagt, ey, den musst du unbedingt mit ins Video nehmen, das ist eine Frechheit und den schauen wir uns auch mal eben an. Das ist der PC Snowguard Ultra Gaming i9 10900K M2 RTX 3090 OC Wi-Fi bei Asus für 4500 € knapp. Wir haben als Gehäuse ein Asus ROG Strix Helios Black. Das ist auf jeden Fall ein geiles Case. Ich liebäugel damit auch so ein bisschen, weil es mir vom Design her gefällt. Ein 1200 Watt FSP Hydro Netzteil, was völlig überpowered ist, aber 1200 Watt ist auf jeden Fall zukunftssicher. Ist auch in Ordnung, dass es drin ist bei so einem Preispunkt. Das ist ein Platinum Netzteil 80 plus, alles schön. Ein ROG Maximus Mainboard, das ist auch ein geiles Mainboard, aber schon ein bisschen älter, weil es einen Z490 Chipsatz hat. Denn hier ist ein i9 10900KF drin. Das ist nicht aus der letzten Generation, sondern aus der vorletzten. Wir sind in der 12.000er, dazwischen war noch die 11.000er und das ist die 10.000er Variante. Die kam vor ungefähr 2 Jahren raus. Das war auch der Top-Prozessor schlechthin. 10900KF ist völlig in Ordnung, hat keine integrierte Grafikeinheit, kann aber übertaktet werden. Also das mit der integrierten Grafikeinheit ist den meisten sowieso dann egal. Aber er ist halt älter und man kriegt bei dem Preispunkt schon top-aktuelle Hardware, die 12.900er Reihe auf jeden Fall. Speicher sind 32 GB DDR4 RAM RGB Kit. Ja, okay, 32 GB ist in Ordnung. Welcher genau es ist, wissen wir nicht, aber immerhin 3600 MHz. Eine 2 TB Samsung Evo, die SSD ist in Ordnung. Eine 24 GB Nvidia Asus Gaming GeForce RTX 3090 OC. Das ist auch eine gute Grafikkarte. Danach kommt nur noch die 3090 Ti. Der Aufpreis lohnt sich aber nicht. Denk gar nicht erst dran, die zu kaufen. Und dann bekommen wir noch eine Asus ROG Ryogen 360 Wasserkühlung. Die muss bei dem Prozessor auch sein. Und Windows 10 Professional. Und dann haben wir ja auch das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung. Wie gesagt, haben wir selber im Haushalt. Die ist auch super, gar keine Frage. Netzteil und Windows. Und da liegen wir beim Gesamtpreis von 3370 €. Das System soll kosten 4500 € knapp. Ja, also dieser Laden, die Konfigurationen sind
okay irgendwo. Teilweise die Geschichte mit dem RAM und zu kleinen SSDs und so, ja, lassen wir mal dahingestellt. Das Mikro-Harte-Export von eben, ja, auch okay von mir aus. Aber preislich gesehen ist das alles Wucher. Ich sag dazu jetzt nicht Abzocke, aber es ist auf jeden Fall Wucher. Ich würde da nicht kaufen. Also ich bezahle nicht 30% Aufpreis. Keine Chance. Nicht fürs Zusammenbauen. Ihr könnt die Komponenten, sehr wahrscheinlich die meisten, bei Mindfactory raussuchen. Asus-Komponenten nicht. Mindfactory hat sich irgendwie mit Asus verscherzt oder Asus mit Mindfactory, keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber ihr könntet die Komponenten da zusammenstellen und für 150 Euro zusammenbrezeln lassen. Also, das ist echt viel zu viel. Und das bestätigt auch so ein bisschen diese Dokumentation über diesen Laden, was die bei der Datensicherung bzw. Virenentfernung gemacht haben, dass sie einfach auf die Kundendaten zugegriffen haben und ein bisschen Schmuh gemacht haben und naja. Wie gesagt, kann filialabhängig sein, dass es nur die eine Filiale jetzt war, ist halt natürlich ein großer Zufall, die gehen genau dahin, geben den Laptop ab und die suchen da schön die Bilder durch und so, ist auch scheiße, das macht man einfach nicht, als Unternehmen auf gar keinen Fall. Also alle PCs waren auf jeden Fall zu teuer, konfigurationstechnisch kann man drüber streiten, aber ich würde auf jeden Fall keinen Computer kaufen. Dann lieber bei Dubaro, von mir aus Agando, CSL, die zocken euch nicht so hart ab wie der Verein hier. Also das würde ich echt, jetzt habe ich es doch gesagt, ist doch Abzocke. Ja, ist ja auch egal. Ihr wisst Bescheid, kauft da am besten keinen PC, geht auf die normalen Versandhändler, jetzt Krotos, Dubaro, Agando, CSL, wie sie alle heißen. Die sind zwar auch manchmal ein bisschen teurer, selbst Mifcom ist teilweise günstiger als dieser Shop hier. Also deswegen, lasst die Finger davon, würde ich sagen. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, falls ihr Beratung braucht oder euch einen PC zusammenstellen lassen wollt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.